Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Gutachten bewertet Enteignung als verfassungswidrig. Die Toten Hosen kämpfen gegen Rassismus und das Wetter zeigt sich frühlingshaft, zwar mit einer zurückhaltenden Sonne, aber warmen Temperaturen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 20. März 2019. Eine Enteignung der Wohnungsbaugesellschaft Deutsche Wohnen, wie sie die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen anstrebt, wäre verfassungswidrig. Zu diesem Ergebnis kommt ein Rechtsgutachten des Verfassungsrechtlers Professor Helge Sodam im Auftrag des Verbandes Berlin-Brandenburgische Wohnungsunternehmen. Sowohl Grundgesetz als auch die Berliner Landesverfassung stünden einer möglichen Vergesellschaftung von Immobilien privater Wohnungsunternehmen entgegen, resümierte Sodam. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine Vergesellschaftung einen unzulässigen Eingriff in die Eigentumsfreiheit nach Artikel 14 Grundgesetz darstelle. Außerdem sieht Sodan den grundgesetzlichen Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt und bezweifelt, dass die Entschädigungskosten ohne einen Verstoß gegen die ab 2020 verbindliche grundgesetzliche Schuldenbremse möglich wäre. Ein weiterer zentraler Punkt, die 1995 per Volksentscheid in Kraft gesetzte Berliner Landesverfassung, hat einen noch stärkeren Eigentumsschutz als selbst das Grundgesetz und sieht deshalb weder das Instrument der Vergesellschaftung noch der Legalenteignung, also eine Enteignung per Gesetz, vor. Einen Monat nach dem schweren Stromausfall in Köpenick dauern die Untersuchungen dazu weiter an. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz teilte auf Anfrage mit, dass momentan noch von allen Beteiligten Stellungnahmen gesammelt werden. Bei dem Stromausfall im Ortsteil Köpenick Ende Februar waren mehr als 30.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe mehr als 30 Stunden ohne Strom. Der Vorfall ging auf einen Fehler einer Baufirma zurück, die entsprechende Kabel bei Arbeiten an der Salvador-Allende-Brücke durchtrennte. Auch die Anzahl der Entschädigungen für die Betroffenen des Stromausfalls ist noch unklar. Vattenfall zahlt als Betreiber des Stromnetzes 20 Euro an jeden Betroffenen, der einen entsprechenden Antrag stellt. Die Zahlung ist Teil eines Kundenversprechens, nachdem diese entschädigt werden, wenn sie länger als 3 Stunden ohne Strom sind. Wie viel Geld schon geflossen ist und wie viele Anträge gestellt wurden, konnte ein Sprecher auf Anfrage nicht mitteilen. Momentan sammle das Unternehmen noch die Anträge, in 2 bis 3 Monaten wisse man mehr. Für Bauarbeiten an den Gleisen der U-Bahn-Linie 2 wird ein Abschnitt der Linie insgesamt 8 Tage unterbrochen. Die BVG erneuert am Bahnhof Neu-Westend in 2 Phasen die Weichen. Aus diesem Grund muss die U2 zwischen den Bahnhöfen Theodor-Heuss-Platz und Ruhleben 2-mal für jeweils 4 Tage pausieren. Die Unterbrechung der Linie ist für den 21. bis 24. März und für die Zeit vom 28. bis 31. März geplant. In diesen Tagen fahren zwischen den U-Bahnhöfen barrierefreie Busse. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Drogenverkäufer. Er soll in der Silvesternacht zwischen 20 und 21 Uhr im Stadtzentrum von Marlow in Teltow-Fleming Jugendliche aus einem Pkw heraus angesprochen und gefragt haben, ob sie Interesse an dem Kauf von Drogen hätten. Einer der Jugendlichen kam mit dem Unbekannten ins Gespräch und tauschte mit ihm die Mobilfunknummern aus. Kurz darauf erhielt er Anrufe des Unbekannten, der Geld für Drogen forderte, die der Jugendliche angeblich bei ihm bestellt habe. Er setzte das Opfer unter psychischen Druck, sodass es zu einer einmaligen Zahlung des Opfers an den Tatverdächtigen kam. Die Polizei führt seitdem Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Nötigung. Der Mann soll laut Zeugen mehrere Personengruppen angesprochen haben. Hinweise nimmt jede Brandenburger Polizeidienststelle entgegen. 41.501 Unterschriften gegen Rassismus und Flüchtlingsfeindlichkeit haben pro Asyl und die Toten Hosen am Mittwoch der Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth im Bundestag übergeben. Die Unterstützerinnen und Unterstützer der Aktion fordern vom Deutschen Bundestag zudem konsequente Aufklärung und Ahndung rassistisch motivierter Gewalt, Bleiberecht für die Opfer rassistischer Attacken und keine Asylrechtsverschärfung in Deutschland und Europa. Mindestens genauso wichtig wie die Zahl von Unterschriften, die da zusammengekommen ist und eben Menschen, die sich damit hinter die Kampagne gestellt haben, ist die noch viel größere Zahl von Informationsgesprächen,
die Mitarbeiter und Helfer von ProAsyl bei den Konzerten geführt haben. Wir sind ja leider einer täglichen Gehirnwäsche ausgesetzt, weil im Zusammenhang mit Flüchtenden immer nur von Asylmissbrauch, Zurückweisung, Abschiebung die Rede ist, dass da Menschen kommen wie du und ich, die aufgrund von Verfolgung und Krieg ihre Heimat verlassen mussten, die teilweise eine Horrorflucht hinter sich haben. Davon ist leider nie die Rede. Und deswegen haben diese Informationsgespräche auch einen sehr, sehr hohen Wert. Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat im Eurocup einen ersten Schritt Richtung Finale gemacht. Am Dienstagabend siegten die Berliner in der ersten Halbfinalpartie in eigener Halle von 9.111 Zuschauern gegen Andorra mit 102-97. Damit führt Alba in der Best-of-Three-Serie mit 1-0. Die zweite Partie findet am Freitag in Andorra statt. Beste Berliner Werfer waren Luke Sigmar mit 20 und Peyton Siever mit 18 Punkten. 45 Sekunden vor Ende war Andorra wieder bis auf 3 Punkte herangekommen. 27 Sekunden vor Ende sorgte dann aber Martin Hermansson mit einem 3-Punkt-Spiel für die Entscheidung. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es überwiegend dicht bewölkt, es bleibt aber trocken. Die Tiefstwerte liegen bei milden 8 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es in weiten Teilen zugezogen. Regen ist nach wie vor nicht dabei. Das Quecksilber steigt in den Mittagsstunden auf frühlingshafte 15 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Am Freitag und am Samstag bleiben wir noch unter Hochdruckeinfluss. Dabei liegen die Tageshöchstwerte jeweils um die 16 Grad und es ist heiter bis wolkig. Am Sonntag gehen die Temperaturen dann wieder deutlich zurück auf Werte um die 10 Grad. Der Sonne-Wolken-Mix bleibt uns aber erhalten. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit fällt durchgehend gering aus. Das waren die Meldungen für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.